Die SPD wollte von ihrem Parteitag ein Zeichen der Geschlossenheit und des Aufbruchs senden. In eine neue Zeit will sie gehen, gemeinsam und nicht mehr getrennt wie in der Vergangenheit. Dass dieser Aufbruch gelingt, ist allerdings alles andere als wahrscheinlich. Schon in den kommenden Wochen dürften die harten Konflikte wieder aufbrechen. Nämlich dann, wenn die neuen Parteichefs Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken zu CDU und CSU gehen, um ihre Forderungen auf den Tisch zu legen. 12 Euro Mindestlohn, keine zusätzlichen Milliarden für die Bundeswehr, ein Ende der schwarzen Null. Die Union kann gar nicht anders, als diese Forderungen abzulehnen. Dann stehen die Zeichen auf Koalitionsbruch. Und dann wiederum werden die SPD-Minister und die SPD-Abgeordneten auf die Barrikaden gehen. Sie fürchten um ihre Mandate und Posten. Der SPD-Burgfriede von Berlin, er wird ein kurzer bleiben.